Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Gesundheit. Diese in Deutschland lange verpönte Reaktion auf einen Nieser ist im Ausland weit verbreitet. Und zwar genau mit diesem deutschen Wort. Gesundheit. Wir glauben ja immer, dass wir Deutschen eher unbeliebt sind und als spießig und unlustig gelten. Die ausgewanderten deutschen Wörter belegen das auch zum Teil. Der Japaner sagt Arubaito, wenn er Arbeit meint. Der Schwede verwendet den Begriff Besserwisser. In Norwegen sehr beliebt sind Alkoholgehalt, Angst und Dunkel. In die afrikanische Sprache Suaheli hat das deutsche Wort Kollege Einzug gehalten. Der Engländer verwendet zum Beispiel Bierstube, Turnverein oder Wanderlust. Die Russen halten uns offenbar für ziemlich gesellig. Schnaps oder Hochzeitsfest wurde aus dem Deutschen übernommen. Als richtig hip gilt German Speaking aber in den USA. Quetschen, wunderbar, kaputt, jawoll oder Fahrvergnügen. Das muss man als weltläufiger Ami drauf haben. Also die Sorge, dass unsere schöne Muttersprache verschwindet, ist unbegründet. Wenn sie von uns nicht mehr gesprochen wird, dann eben von anderen. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.